Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Schlag mal auf unsere Bibeln in Psalm 101, Vers 2. Psalm 101, Vers 2. Ich will einsichtig handeln auf vollkommenem Weg. Danke, Herr, für diesen Morgen. Herr, danke, dass wir da sein können, Herr. Und diesen Tag mit dir starten, Herr, danke dir für das Wort, das du für uns vorbereitet hast, Herr. Und ja, danke dir einfach, dass wir in deine Gegenwart kommen können, Herr. Erfüll du uns, sprich du zu uns, Herr. Ja, dass wir wirklich voll von dir werden können. Danke dir im Namen Jesus. Wie sehr brauchen wir doch gute Vorbilder? Ich denke, jeder, der mal ein bisschen zurückdenkt in seiner eigenen Lebensgeschichte, es gibt immer jemand, den wir so haben als Beispielperson, als Bezugsperson. Kann sein zum Beispiel Pastor, Pastorin oder die Eltern oder Lehrer oder Leiter oder auch unsere Oma, unser Opa. Ich denke, es gibt immer jemand, den wir hatten oder haben, der für uns ein Beispielperson ist. Und hier lesen wir im Psalm 101, ist, dass David, er will selber dieses Beispiel sein. Eine andere Bibelübersetzung sagt hier beim Vers 2, ich will darauf achten, ein vorbildliches Leben zu führen. Das ist auch, was Gott sich für unser Leben wünscht. Wir sollen ein Licht sein für diese Welt. Können wir einen anderen Bibelvers lesen in Epheser, Kapitel 5, Verse 8 bis 10. Epheser Kapitel 5, die Verse 8 bis 10. Hier schreibt Paulus: Denn einst wart ihr in Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Gott will, dass wir Kinder des Lichts sind und im Licht wandeln. Aber was gefällt Gott? Was gefällt Gott? Wie kann ich so Kinder des Lichts sein? Schauen wir nochmal, gehen wir nochmal zurück. David im Psalm 101 beschreibt uns mehrere Schritte, wie wir selber ein Beispiel sein können, wie wir selber Kinder des Lichts sein können. Das erste ist im Vers 2, den zweiten Teil vom Vers 2. Dann schreibt David, ich will mit lauterem Herzen wandeln in meinem Haus. Eine andere Übersetzung schreibt, in meinem Haus will ich ein tadelloses Leben führen. Das heißt, der erste Schritt ist, dass David sagt, ich will zu Hause, will ich ein Vorbild sein. Es ist oft sehr einfach, sich in der Öffentlichkeit von seiner besten Seite zu zeigen. Aber wie sieht es bei uns zu Hause aus? Wo die Scheinwerfer auf uns gerichtet sind. Wie sehen uns unsere Kinder? Wie sehen uns unsere Eltern? Wie sieht mich mein Ehepartner? Bemühen wir uns dort auch, ein Vorbild zu sein? Ein weiterer Schritt, ein gutes Beispiel zu sein, ist im Vers 3, der erste Teil. Da schreibt David, ich will keine heillosen Dinge ins Auge fassen. Mit was beschäftige ich mich? David sagte, dass er böse Dinge oder Gemeines gar nicht erst ansehen will. Was schaue ich mir in den Medien an? Zum Beispiel zu Hause. Welche Fernsehprogramme lasse ich zu? Was lese ich im Internet? Um ein gutes Beispiel zu sein, müssen wir im Voraus schon negative externe Einflüsse ausschließen und ablehnen. Dann immer noch Vers 3, den zweiten Teil, sagt er, Übertretung zu begehen hasse ich, das soll nicht an mir kleben. Es ist nicht nur wichtig,
negative Ausschlüsse, Einflüsse auszuschließen, sondern es ist auch wichtig, unsere Haltung, unsere Einstellung gegenüber Sünde. Wir brauchen eine Einstellung der Abneigung der Sünde, dass wir nicht zulassen, dass sie an uns kleben bleibt, die negativen Einflüsse und das, was uns von Gott wegbringt. Wenn wir Kinder Gottes sind und uns von seinem Heiligen Geist füllen lassen, dann müsste die Sünde in uns Ekel erregen, Abscheu. Und dann werden wir sie auch weniger zulassen. Und die Bibel ermutigt uns mehrmals, ein Leben in Heiligkeit zu leben. Und das Schöne ist, dass wir durch Jesus' Opfer am Kreuz sind wir ein für alle Mal befreit worden von der Sünde. Und dadurch können wir auch uns frei gegen die Sünde entscheiden. Wir sind nicht mehr Sklaven von der Sünde, sondern wir sind frei davon. Und wir können wirklich diese Einstellung der Abwehr gegen die Sünde können wir leben. Ein weiterer Schritt, um ein gutes Beispiel zu sein, ist im Psalm 101, Vers 4. Da schreibt David: Ein verkehrtes Herz soll von mir weichen. Böses will ich nicht kennen. Auch hier wieder interessant, was eine andere Übersetzung, was sie schreibt: Ich will schlechten Gedanken keinen Raum in mir geben. Das ist ein Terrain, wo der Feind uns ganz oft versucht anzugreifen und uns zu Fall zu bringen, unsere Gedanken. Und da, was liegt die Entscheidung bei mir? Was lasse ich auch hier zu an Gedanken, an negativen Gedanken? Lasse ich zu, dass sie in mir Raum bekommen? Lasse ich mich auf die Gedanken ein? Oder wie Paulus uns ermutigt in Philipper Vers 8, Kapitel 4, Vers 8, sagt er: Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend oder wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Damit beschäftigt euch mit euren Gedanken. Wir sollen uns auf die guten Dinge fokussieren. Und damit, dann können wir auch wirklich ein gutes Beispiel sein. Genau, gehen wir zurück zum Psalm 101. Ein weiterer Schritt ist im Vers 5. Er sagt im ersten Teil: Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den will ich stumm machen. Ein weiteres Problem ist, was wirklich kein gutes Beispiel abgibt, sondern eher ein sehr schlechtes Beispiel ist, ist negativ oder schlecht über andere Leute zu sprechen. Und das ist ein Problem, weil das schadet erstmal der Person, über die ich spreche. Es stellt die Person in ein schlechtes Licht. Es schadet dem Zuhörer, der mir zuhört, wenn ich was Schlechtes über andere spreche. Der Zuhörer wird beeinflusst. Er hat keine neutrale Meinung mehr. Er kann nicht mehr objektiv über die Person denken oder auch selber über sie sprechen. Und es schadet mir selber. Wenn ich schlecht über jemanden, wenn ich jemanden verleumde, dann bin ich der, der mich selber am meisten schadet. Dann sünde ich. Das gefällt Gott nicht einfach. Das ist, was mir selber schadet. Und die Bibel warnt uns mehrmals über übles Reden, über Verleumdung und warnt uns, Geschwätz einfach zu vermeiden. Unnötiges Geschwätz. Und das ist ein weiterer wichtiger Schritt, ein gutes Beispiel zu sein. Im Psalm 101, den Vers 5b, schreibt David: Wer stolze Augen und ein hochmütiges Herz hat, den will ich nicht dulden. Stolz ist ebenso eine Eigenschaft, die Gott gar nicht gefällt und die auch kein gutes Beispiel abgibt. Wenn wir uns Personen ansehen, die überheblich daherkommen, dann ist, also meine persönliche Tendenz ist dann schon, da habe ich eher eine Abneigung gegen die Person. Und das war auch das Problem von Satan. Er war ein Engel Gottes. Er hat eine wichtige Position gehabt, aber dann kam der Moment, wo er gleich wie Gott werden wollte und wollte auf eine gleiche Position wie Gott bekommen.
Stolz hat ihn zu Fall gebracht. Wenn ich stolz bin in mir, dann liegt all mein Fokus liegt auf mir selber. Und der Stolz bewegt mich dann weg von Gott, weg von ihm und weg von seiner Gnade. Vielmehr ist ein wirklich gutes Beispiel, ist Demut. Ein demütiges Leben. Und das ist auch, was Jesus uns vorgelebt hat. Und Jesus war voller Demut und er war sich nicht schlecht genug, Mensch zu werden. Er war sich nicht schlecht genug, Diener von den Menschen zu werden und sogar noch niedriger zu gehen und sagen, er ist bis an den Tod gegangen und unschuldig am Kreuz, was wirklich eine Schande für Leute war, am Kreuz zu sterben, für unsere Sünden zu sterben. Und das ist ein gutes Beispiel. Und dann der letzte Schritt von David hier im Psalm 101 ist im Vers 6. Sagt, meine Augen sind auf die Treuen im Lande gerichtet, damit sie bei mir wohnen. Wer auf vollkommenem Weg wandelt, der darf mir dienen. Es ist wichtig dann, sich gute Beispiele zu nehmen, gute Beispiele zu haben. Sich Männer und Frauen Gottes als Beispiel zu nehmen. Wenn ich diesen Männern Gottes ein Beispiel folge, dann werde ich selber ein Mann und eine Frau Gottes. Und dann noch, was haben wir nicht noch als besseres Beispiel als Gott selber? Und das können wir lesen in Epheser. Nochmal Epheser Kapitel 5. Epheser Kapitel 5, die Verse 1 bis 2. Da sagt es, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Das beste Beispiel, was wir uns nehmen können, ist Gott selber. Lass uns einfach von seiner Liebe erfüllen und in seiner Liebe wandeln. Das ist das stärkste Zeugnis, was wir haben und was wir sein können. Dann werden wir selber ein Zeugnis in dieser Welt und werden wir für Gott ein Wohlgeruch. Das ist ein Wohlgeruch für ihn, ein duftender Wohlgeruch. Ein gutes Beispiel zu sein, brauchen wir seine Hilfe. Wenn wir es versuchen, aus unserer eigenen Kraft zu sein oder zu werden, dann werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen, dann werden wir wahrscheinlich scheitern. Wir brauchen den Heiligen Geist dazu, dass er uns erfüllt. Wir brauchen Gottes Liebe dazu, dass sie in uns wirkt. Und wir brauchen Jesus Christus, der uns reinigt und uns mit allem Nötigen ausstattet, um wirklich ein gutes Beispiel zu sein. Deswegen ist ganz wichtig, seine Gegenwart zu suchen und uns ausstatten zu lassen. Wie sieht es bei mir aus? Wie sieht es in meinem Leben aus? Bin ich mir der Verantwortung als Christ bewusst? Die anderen Leute um mich herum, die schauen zu mir, die schauen mir zu. Und die Frage ist, will ich ein Zeugnis sein von der Gottesliebe? Will ich ein Vorbild sein für meine Mitmenschen? Nehmen wir uns einfach David wirklich als Beispiel. Nehmen wir uns ein Beispiel an Jesus. Lass uns seine Gemeinschaft suchen. Er kann uns alles geben, was wir dazu benötigen, ein gutes Beispiel zu sein. Die jüngeren Menschen um uns herum, die brauchen Beispielfiguren. Unsere Kinder, auch unsere geistlichen Kinder, brauchen gute Vorbilder. Und unsere Mitmenschen, auch ältere Personen, die brauchen Referenzpersonen. Einfach Menschen, denen sie folgen können, weil sie ein gutes Beispiel sind. Und letztendlich braucht die Welt, braucht glaubwürdige Kinder des Lichts, die Gottesliebe ausstrahlen. Und einfach wiedergeben. Amen. Danke dir, Vater, für dein Wort, Herr. Danke dir, ja, für das, was du uns heute wieder lehren willst, Herr. Danke dir einfach, ja, dafür, dass du uns berufen hast, Kinder des Lichts zu sein und zu werden, Herr. Danke dir, Jesus, dass du vorausgegangen bist und uns vorgelebt hast, ein gutes Beispiel zu sein, Herr.
Danke, dass du dir selber nicht zu schade geworden du warst und ja, deine Position abgegeben hast im Thron Gottes und bist selber ein Mensch geworden. Mit seinen Schwächen her und ja, mit seinen Problemen her und bist dir nicht zu schade gewesen, einfach wirklich Diener von von allen Menschen zu werden und ja, die Sünde auf dich zu nehmen, Herr, dafür zu zahlen, Herr. Zeig uns du, wo wir wirklich, ja, wo wir einfach uns verbessern können, wo wir ein besseres Beispiel werden können. Vielleicht unseres Reden, vielleicht unsere Einstellung der Sünde gegenüber, ja, vielleicht unsere Gedankenwelt. Herr, helf uns da, helf uns in den Bereichen, Herr, und zeige uns durch deinen Heiligen Geist, wollen wir wirklich dich um Hilfe bitten und wirklich, ja, da dir Raum geben, dass du da Raum einnehmen kannst und dass wir wirklich dort auch scheinen können und Licht werden können, Herr. Dank dir, Herr, dass wir wirklich auch das Privileg haben, ein Beispiel sein zu dürfen, Herr. Und Privileg sein, haben, dass wir durch dich einfach die Möglichkeit haben, Kinder Gottes zu sein und Kinder des Lichts zu sein, Herr. Dank dir, Herr, für das, ja, für die Möglichkeit. Segne uns du heute, in diesem heutigen Tag. Amen.